Lokativ, das Star-Magazin wird Ihnen stark schön präsentiert von Prolet, dem Haarspray der Star. Na, Sommer. Es ist Donnerstag, hier ist Attraktiv, das Star-Magazin. Mein Name ist Jessica Parker und heute ist es soweit. Das ist die letzte Folge der 11. Staffel. Aber bevor wir jetzt alle unsere Heul-Emojis rausholen, habe ich mir gedacht, ich packe jetzt mal so eine richtig schöne, bunte letzte Folge zusammen. Also, Travestie voraus. Babsi, meine Leib- und Magenfriseuse mit riesigem Salon, aber ohne Kundinnen, rettet mir heute mein Leben. Ja, zum Ende der Staffel werde ich noch so richtig hip. Salon. Quack, hier drüben! Guck mal! Jessica, ist das etwa ein abgefuckter Granny-Look? Was hast du gemacht? Ja, Baba. Bei wem hast du dir das verpassen lassen? Ich bin fremdgegangen, Babsi, und ich muss sagen, meinst du, das war eine Fehlentscheidung? Es ist eine Fehlentscheidung. Das habe ich schon seit 2014 prognostiziert, dass das out sein wird. Also ich sehe auch irgendwie fast 6 Wochen älter aus. Das ist so Mäusemelken. Jessica, Mäusemelken ist over. Jetzt werden Einhörner gemolken. Oh. Aber später mehr dazu. Jessica, willst du dich erstmal hinsetzen? Ich hole dir was zu trinken. Gerne, Barbara. Bis gleich, ja? Magst du erstmal was trinken? Ja. So frisch. Das ist toll, riecht. Wow. Barbara, eine Wasserschorle wäre schön. Ah, du Jessica, ich habe dir doch gerade schon gesagt, Einhörner sind jetzt der neue Trend. Oder wie die Influencer sagen, Unicorns. Also Hashtag Unicorn-Look. Mm. Und da habe ich jetzt auch eine Ein- und Wasserschorle im Programm. Oh. Magst du die mal ist probieren? Die aus Einhörnern. Du wirst lachen, aus Einhornmilch. Entschuldige mich kurz, ja? Och. Meine Liebe, sorry, das hat länger gedauert. Nicht so schlimm. Probier mal hier die Einhornwasserschorle. Oh. Aus echter Einhornmilch. Mm. Ach, warte, die Deko fehlt noch. Kleinen Moment. Verdammtes Viech, tut mir leid. Mm. Hier ist doch das Horn als Deko. Probier mal. Aber warum leuchtet das denn da? Einhörner bluten Licht. Das wusste ich gar nicht. Ja. Aber was machst du denn jetzt mit dem Einhorn ohne Horn? Du, die verkaufe ich an Zirkus, Kinderreiten, ach so, an Ferienkämpfen. Schöner Verschleiß. Ja, ja, ich habe schon einen ganz schönen Verschleiß, aber für meine Kunden. Probier mal. Soll ich mal probieren? Und das Horn, das musst du auszurzeln. Ja, das ist lecker, oder? Das ist nämlich richtig frisch. Probier mal einen Schluck. Ja, ein kleines Leckerli. Sag mal, was geht's dir eigentlich? Wie geht's dir? Du, mir geht's super, Babsi. Ja? Ich war ja jetzt gerade Kandidatin bei Semi-Promi-Shopping. Ah, was war das Motto? Ich sag's dir.
schick am Strick, ja, sagt der Hingucker auf deine eigene Hinrichtung. Da hattest du ja bestimmt was im Schrank. Na schon, klar, oder? Babsi. Du, ich komme ja auch gerade aus Saudi-Arabien. Ach Gott. Ja, ja. Ich habe da wieder so einen Porno-Job gehabt. Der erste Scharia-Porno. Mm. Ja, ja, war ganz schön. Ohne festliche Steinigung oder sowas. Das war einfach nur so eine Doppel-Anal-Kamel-Szene mit dem Lesbenkuss inzwischen. Ach, ja. Ja. Und ja klar, ein Kamel war natürlich auch mit dabei. Ne? Denn ich sag dir eins, wenn du da ein Kamel im Porno mit drin hast, die Verkäufe schießen gleich durch die Decke. Das wird fast verdoppelt. Und ich sag dir nicht so viel, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, ich hatte ja auch damals den saudi-arabischen Venus-Award gewonnen für die beste Baerbock-Szene, transsexuelle Interracial-Szene mit Kamelen. Und das war schon mein Durchbruch. Ach, warte mal, Babsi, ich habe davon gehört, du warst das. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, danke. Kennst du eigentlich meinen Snapchat-Filter, den Steinigungsfilter? Nee, leider noch nicht. Den musst du unbedingt ausprobieren. Ja, okay, ja, warte ist mal. So witzig. Genau, guck mal jetzt hier, wenn ich da jetzt mit dem Kämpchen, guck mal, was das für ein geiler Effekt, wow, ist. Und ich meine, dieses Unicorn-Look, ich liebe das. Wow. Hinten mache ich dir noch grün rein, du hast echt die ganzen Farben. Wahnsinnig vielseitiger Trend. Und ich meine, diese Kämmchen kosten pro Stück 43,95. Relativ preiswert. Und die kannst du auch mal in deine Clubtasche mit reinnehmen, wenn du feiern gehst. Kannst du das einschenke ich dir? Ach, das ist aber süß. Ja. Soll ich dir noch was reinmachen? Dankeschön, gerne, Barbara. Ja, oh, warte kurz. Da brauche ich kurz deine Hilfe. Halt mal vorne das Horn. Oh, fertig. Das ist ein Festival-Look. Die Festival-Look. Coachella. Coachella 2018-Look. Ich fühle mich so relativ schön. Einhornig jetzt. Auch Barbara, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Und dann bis bald. Viel Spaß mit deinem Look. Ja, das ja. Könnt ihr auch alles in meinem YouTube-Channel nachgucken. Ich freue mich auf euch. 42,73 € pro Kämpchen oder im Set 502 €. Inklusive Versand. Viel Spaß. Tschüss, eure Babsi. Fragt ihr euch eigentlich nie, was aus meiner unheimlichen Nachbarin Frau Reinhardt aus Staffel 7 geworden ist? Ich sag's euch, die ist jetzt Nachrichtensprecherin. Ist doch klar. Guten Abend, meine Damen, Herren und Mischgeschlechter. In diesen spannenden Zeiten versuchen wir auch heute wieder Überblick in diesen Nachrichtentag zu bringen. Wie immer an meiner Seite, Frau Reinhardt. Guten Abend, ach Abend, morgens, mittags, Zeit, was ist ja, schon Brigitte, Zeit? Ja, das war deine Sendezeit. Bezahlbarer Wohnraum wird in Berlin immer knapper. Das zeigt auch der neue Mietspiegel der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Mehr Informationen dazu von Brigitte. Bitte, Brigitte. Der steigende Blutspiegel, Mietspiegel ist ein großes Problem für die junge, köstliche, leckere, befütterte Bevölkerung. Also ich habe ja zum Glück vorgesorgt. Ich könnte mir mein Mausoleum heute gar nicht mehr leisten, wenn ich nicht damals schon... Danke, Brigitte. Was riecht denn hier so streng nach Leiche? Ich übergebe mich zu meiner Kollegin Frau Reinhardt. Köstlich. Diktator Kim Jong Susi Pong Un hat gestern bekannt gegeben, die erste Puderbombe in der Geschichte Nordkoreas gezündet zu haben. Ein technischer Durchbruch. Sie wird ausschließlich mit Prolet, dem Haarspray der Stars, betrieben. Ja, bei der schnell mischenden fettenden Mischhaut von der Susi. Ein Geniestreich. Donald Trumps Toupee hat kürzlich bekannt gegeben, dass es nach seiner Geschlechtsumwandlung den 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika gründen möchte. Kommen wir also gleich zu den Aussichten des Perückenwetters am Wochenende. Das hält mich übrigens sehr an diesen kürzlich neu rausgekommenen Farbfilm Vom Winde verweht. Da habe ich meinen ersten Sonnenaufgang in Technicolor gesehen. Farbig. News aus der Filmbranche. Der Bestseller 100 leckere Rezepte mit Säuglingen und Föten wird endlich verfilmt. Mehr dazu von Brigitte. Ja, die Macher von Das perfekte Dinner und Saw 1 bis 7 haben sich mit Disney zusammengetan. Uns erwartet eine Schlachteplatte der Kinder- und Jugendlichenunterhaltung. Köstlich, Hollywood verwöhnt uns.
Außerdem dürfen wir uns über eine Fortsetzung des Horror-Blockbusters Contouring – Blutige Verblendung freuen. Frau Reinhardt, ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, dass so ältere Frauen über 50 immer ja machen? Kennen Sie das auch? Sie wachen nachts auf und haben wahnsinnigen Harndrang. Brigitte, brüh bitte. Köstlich Blasentee. Frisch geblasener Tee schmeckt immer noch am besten. Und nun noch etwas in eigener Sache. In letzter Zeit häufen sich die mysteriösen Vermisstenanzeigen in unserer Nachrichtenredaktion. Sollten Sie also irgendwelche sachdienlichen Hinweise haben, Frau Reinhardt, haben Sie vielleicht irgendwelche Einzelheiten zu dem Fall für mich? Nein, ich bin schon fertig. Die Stellenanzeigen sind schon raus. Ich habe bei Praktikando bestellt. Kommen wir zum Sport. Danke, Brigitte. Danke, Jurassic. Ja, und auch heute gibt's zum Schluss noch mal den nackten Philipp. Meine Güte, der kann sich bei Mutti ohne mehr sehen lassen. Und bitte. Aerobic ist ein dynamisches Fitnesstraining in der Gruppe mit rhythmischen Bewegungen zu motivierender Musik. Die Ursprünge gehen auf den US-amerikanischen Arzt Kenneth H. Cooper zurück, der in den 1960er Jahren erstmals ein aerobes Training zur Stärkung von Herz und Lunge entwickelte. Der weltweite Durchbruch kam 1982, als Jane Fonda Aerobic als ihr Gymnastikprinzip vermarktete und Aerobic so vor allem bei jüngeren Frauen sehr populär wurde. In Deutschland strahlte das ZDF ab 1983 die Aerobic-Sendung Enorm in Form zum Mitmachen aus. In der DDR wurde Aerobic Popgymnastik genannt und über die Fernsehsendung Medizin nach Noten populär. In dieser Sendung wurden in einer Turnhalle, unterlegt von westlicher Popmusik, Übungen präsentiert, die Zuschauenden mussten mitmachen. Aber eben nur angezogen, also auch nur halb so effektiv. Und das war's auch jetzt von mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Video kommentiert, vielleicht sogar in euren sozialen Netzwerken teilt. Ein Like sollte auf jeden Fall drin sein. Und jetzt seid nicht allzu traurig, ich sage euch Folgendes, attraktiv wird auf jeden Fall wiederkommen. Bitte gebt mir nur ein bisschen Zeit zum Verschnaufen und auch um neue Ideen zu sammeln, das dauert alles ein bisschen. Und bis dahin mache ich auf YouTube denselben Scheiß weiter, den ich auch vorher gemacht habe. Also von daher, es lohnt sich auch bei mir, in diesem Kanal dran zu bleiben. Vielen Dank für alles. Ich sende euch einen dicken Kuss und bye!